wollen wir ja, habe ich ja gesagt am Anfang, nicht tief in die Technologie der Blockchain-Technologie einsteigen. Aber ein paar Fragen, die die Technologie selbst betreffen, habe ich ja trotzdem noch. Es ist ja so, dass Blockchain-Technologie häufig als komplex und schwer verständlich beschrieben wird. Ja. Und deswegen ist meine Frage, aus welchen technischen Komponenten besteht eigentlich eine Blockchain und was macht das so schwer durchdringbar? Also das Interessante an der Frage ist eigentlich, dass die Technologie, also klingt das natürlich ein bisschen, eigentlich ist die Technologie gar nicht komplex. Und zwar deswegen, weil sie eigentlich aus Bestandteilen besteht, die wir allesamt schon seit 20, 30, 40, 50 Jahren kennen und entwickelt haben. Also Kryptographie, das gibt es schon seit Jahrhunderten eigentlich, natürlich mit immer weiterentwickelten Verfahren. Die Bestandteile sind natürlich kryptografische Verfahren, die man dort einsetzt. Das sind auch Peer-to-Peer-Netze, an die man sich vielleicht noch vom File-Sharing erinnert. Diese beiden Technologien in einer geschickten Kombination dann zu einer Art dezentralen Datenbank aufgebaut, die eben unveränderbar ist. Das ist das Spezielle. Also wo dann dezentral über einen sogenannten Konsens, im Endeffekt auch nichts anderes als ein kryptografisches Verfahren, über einen sogenannten Konsensmechanismus sichergestellt wird, dass wir alle die gleiche Information haben und dass niemand dort eine Änderung machen kann oder auch jeder feststellen würde, wenn bei ihm lokal irgendwo eine Änderung wäre oder sowas, sondern dass wir im Grunde genommen alle Beteiligten an so einem Blockchain-Netzwerk sicher gehen können, okay, ich habe den gleichen Kenntnisstand, was in dieser Datenbank drinsteht und ich weiß auch, das ist unveränderbar, das ist nicht manipulierbar, ich kann mich darauf verlassen. Okay, verlassen, nicht manipulierbar. Das sind ja Stichworte des Bereichs Sicherheit. Die Blockchain gilt als Technologie, die vieles sicherer macht als andere Technologien. Was ist das jetzt ganz genau? Was macht diese Blockchain sicherer beim Aufzeichnen von Vorgängen und Transaktionen? Ich mache das Ganze immer gerne an einem Beispiel, weil es, glaube ich, sehr gut nachvollziehbar ist. Und zwar kennen wahrscheinlich die meisten Leute kennen so ein Notizbuch. Ich weiß nicht, ob sie selber sowas auch noch verwenden. Also ich verwende sowas auch. So ein klassisches altes Notizbuch. Und man kann sich die Blockchain-Technologie vorstellen wie so ein Notizbuch, das nicht einer von uns in der Tasche hat, sondern das wir alle in der Tasche haben. Und jetzt hat dieses Notizbuch ein besonderes Feature. Und zwar, wenn ich jetzt hier etwas in dieses Notizbuch reinschreibe, dann würde das zeitgleich bei Ihnen auch, ich schreibe hier was rein, und zeitgleich taucht es auch bei Ihnen im Notizbuch auf. Das ist quasi ein magisches Notizbuch. Und jetzt kann ich hier eine Liste an Transaktionen runterschreiben. Also alle Beteiligten an diesem Netzwerk eine Liste an Transaktionen runterschreiben. Zum Beispiel, ich übertrage Ihnen 10 Bitcoins oder so, würden Sie sich wahrscheinlich freuen. Schreiben wir hier runter. Kann ich aber grundsätzlich, kann ich dort alles reinschreiben. Kann dort auch reinschreiben, der Container wurde geliefert oder irgendwie sowas. Würde zeitgleich bei allen, die in diesem Buch teilnehmen, auftauchen. Und jetzt bilde ich am Ende hier unten einen sogenannten Hash-Wert. Ein Hash-Wert ist so eine Art Prüfsumme, der sich aus den Inhalten dieser Seite ergibt. Und diesen Hash-Wert, den übertrage ich oben auf die nächste Seite. Und dann schreibe ich hier wieder Sachen rein, dann kommt hier wieder der Hash-Wert und der wird wieder übertragen oben auf die nächste Seite und so geht das Ganze runter. Was hat das jetzt für eine Bedeutung? Diese Prüfsumme, dieser Hash-Wert, das ist ein kryptografisches Verfahren. Das ist extrem schwer, also quasi faktisch unmöglich, dass ich so einen Hash-Wert verfälschen kann oder dass ich irgendwie zwei Eingaben finde, zwei Seiteninhalte, die den gleichen Hash-Wert ergeben. Und was hat das jetzt für eine Bewandtnis? Wenn ich jetzt aus den 10 Bitcoins nachher eine machen möchte, also versuchen möchte, die Null hier rauszustreichen oder vielleicht sogar minus 10 oder sowas. Wenn ich das versuchen würde und dann irgendwie auf der 10. Seite das machen möchte, dann müsste ich diese Hash-Werte alle neu berechnen. Und dann wendet man noch einen Trick an und man macht es durch verschiedene Verfahren, das sind diese Konsensmechanismen, man macht es schwer, extrem schwer, dass ich als Einzelner alle diese Werte neu berechnen könnte. Ich mache die einfach sehr rechenaufwendig beispielsweise. Bei Bitcoin macht man sie sehr rechenaufwendig. Oder wir gehen reihum und es darf immer einer diesen Wert berechnen. Und dadurch mache ich das extrem schwer. Und damit kann ich mich darauf verlassen, dass wenn hier etwas ein paar Seiten zurückliegt, dass es niemand mehr manipulieren kann, dass es niemand mehr im Nachhinein verändern kann. Okay. Das heißt aber, diese kryptografischen Verfahren, Sie haben gesagt, die sind sicher, nahezu unknackbar.
Das gilt ja für heute. Es gibt ja eine permanente Entwicklung. Richtig. Wie ist das denn vielleicht in 10 oder 20 Jahren, wenn die Computer schneller werden und dann sozusagen die Verfahren, die heute als sicher gelten, dann auch geknackt werden können? Ja, also man muss natürlich an der Stelle immer vorsichtig sein, dass man keine, das wird auf alle Ewigkeiten so funktionieren, Aussagen trifft. Man muss aber genauso vorsichtig sein, dass man davon ausgeht, dass sich die Welt nicht weiterentwickelt auch. Wenn sich Quantencomputer beispielsweise weiterentwickeln, dann gibt es auch schon viele Forscher, die sich mit Quantenkryptographie, das ist schon ziemlich fancy, oder aber auch einfach mit sogenannten quantensicherer Kryptographie beschäftigen. Will heißen, Kryptographie, die man heute schon darauf auslegt, dass auch ein Quantencomputer sich schwer tun wird, die zu knacken. Im Grunde genommen ist man jetzt schon dabei, diese Verfahren auch zu entwickeln und für die Blockchain umzusetzen. Will heißen, dieses grundsätzliche Verfahren, was ich jetzt gerade beschrieben habe, da würde ich nicht davon ausgehen, dass das irgendwann hinfällig ist. Also ich bin mir da sogar sehr, sehr sicher, dass man einfach dort weitere Verfahren finden wird. Wo man vorsichtig sein muss, das ist, wenn ich jetzt heute sensible Daten auf der Blockchain speichere. Also nicht das Verfahren, quasi diese Prüfsummen übereinander zu übertragen. Da bin ich mir sehr sicher, da wird man auch quantencomputersichere Verfahren finden. Sondern wenn ich jetzt hier beispielsweise irgendwelche sensiblen Daten von Ihnen reinspeichern würde, Gesundheitsdaten oder dergleichen. Oder wie viele Bitcoins ich besitze. Oder wie viele Bitcoins, wobei das ist ohnehin, also Bitcoin-Netzwerk ist ohnehin, da kann ich das heute schon rauslesen. Wenn ich dort sensible Daten von Ihnen reinspeichern würde, dann würde ich mich nicht darauf verlassen, dass man diese einzelnen Daten nicht vielleicht in ein paar Jahren auslesen kann. Und deswegen wäre ich da grundsätzlich vorsichtig. Ja, weil die Blockchain unveränderlich ist. Das heißt, was heute reingeschrieben wird mit den heutigen Verschlüsselungsverfahren, genau, das ist bleibt auch erstmal mit den heutigen Verschlüsselungsverfahren drin stehen. Genau, das ist auch in 20 Jahren noch so. Das heißt, entweder können Sie dort Daten reinspeichern, die ein Verfallsdatum ohnehin haben, also wo jeder sagen wird, meine Güte, was kümmert es mich, wenn in 20 Jahren jemand weiß, dass ich ein Auto gekauft habe oder was. Dann soll er sich den Aufwand mitmachen. Das wird ja immer noch nicht unaufwendig sein, etwas zu entschlüsseln und so eine Information. Also irgendwas, was heute vielleicht den Wert hat, aber in 20 Jahren nicht mehr. Aber jetzt, wenn Sie beispielsweise in den Gesundheitsbereich schauen oder sowas, dann kann man sich sehr wohl Daten vorstellen. Da wollen Sie auch in 20 Jahren nicht, dass die publik werden. Ein weiteres Problem der Unveränderlichbarkeit ist ja, es gibt ja jetzt gerade mit der DSGVO ein Recht auf Vergessen. Genau, ja. Daten, die einmal in der Blockchain stehen, die stehen da drin und können nicht so ohne weiteres vergessen werden, oder? Das stimmt. Und deswegen muss man sich genau überlegen, welche Daten man dort reinspeichert. Da sind wir auch im permanenten Austausch. Also wir haben dort in verschiedenen Projekten zusammengearbeitet, auch mit Kollegen aus den Rechtswissenschaften, um eben genau zu versuchen, kann man dort irgendwie das, quasi welche technischen Features muss man entwickeln, um welchen rechtlichen Anforderungen gerecht zu werden. Wir sind da, glaube ich, auf einem sehr guten Weg, eine Lösung auch zu finden in einem bestimmten Kontext, auch wo wir dort unterwegs sind, wo wir eben darüber gehen, dass de facto, wie ich es jetzt gerade gesagt habe, gar keine Daten, die jetzt wirklich Individuen betreffen, dort drin gespeichert werden, sondern dass man eine sinnvolle Kombination zwischen sogenannter On-Chain-Speicherung, also Speicherung von Daten auf der Blockchain, und Speicherung von Daten außerhalb der Blockchain hinbekommt. Was meine ich damit? Wenn ich vorhin gesagt habe, das Ganze ist dafür da, dass sich Unternehmen untereinander koordinieren können, beispielsweise auch, dann kann man natürlich sagen, alles, was diese koordinativen Daten angeht, also wer wann was irgendwie macht, was ohnehin in irgendeiner Form jetzt prozessuale Beschreibung einfach ist, die auch ein Verfallsdatum hat und alles, die auch nicht personenbezogen ist, das kann ich auf der Chain speichern, auf der Blockchain, das kann ich in das Buch reinschreiben. Aber sobald es in irgendeiner Form personenbezogene Daten werden, dann sollte ich auf die Chain vielleicht nur noch einen Verweis auf die dezentral vorliegenden, also bei einem einzelnen Unternehmen vorliegenden Daten speichern, sodass vielleicht ein anderes Unternehmen fallspezifisch darauf zugreifen kann. Aber wenn das Unternehmen die Daten dann nach DSGVO löscht, verweist dieser Link einfach ins Leere. Und damit kann ich dann, also ganz einfach gesagt, ist natürlich im Hintergrund immer noch ein bisschen komplizierter, aber damit kann ich dann natürlich solche Probleme umgehen. Ja, dann wäre dieses Problem hoffentlich auch kein so großes mehr.
Ich muss aber noch zu einem weiteren Problem kommen, das häufig angesprochen wird, nämlich die große Redundanz der Daten. Ja. Es ist ja so, Sie haben gesagt, viele Leute haben so ein Notizbuch in der Tasche und es steht überall das Gleiche drin. Ja. Das ist für die Notizbücher vielleicht jetzt nicht so relevant, aber bei Daten ist das so. Viele Daten werden sehr, sehr redundant abgelegt und das verbraucht Ressourcen. Ebenso brauchen diese Konsensmechanismen, von Bitcoin kennen wir das, brauchen viele Ressourcen, weil es sehr schwer ist, diese kryptografischen Rätsel zu lösen. Und da ist doch die Frage, wird die Blockchain damit nicht zum Umweltsünder? Also die, ich fange mal an mit dem Thema der Datenredundanz. Sie müssen sich das Ganze erstmal so vorstellen. Also ich habe von diesen Notizbüchern gesprochen. Ich habe in der Tat ja gesagt, okay, diese Notizbücher, die hat jetzt jeder von uns in der Tasche. Jetzt ist es nicht so, also ich habe auch Bitcoins. Ich betreibe keinen Bitcoin-Knoten. Sondern ich habe halt mein Handy in der Tasche und auf dem Handy ist ein sogenanntes Wallet. Und ein Wallet heißt, dass ich nicht aktiv bei Bitcoin mitrechne, nicht mit neue Blöcke suche, neue Seiten hier einhefte, sondern dass ich einfach auf einen externen Dienstleister zugreifen kann. Und dieser externe Dienstleister, der ist Teil des Bitcoin-Netzwerks und über den greife ich zu. So, also erstmal nicht jeder, der daran teilnimmt, muss wirklich ein Notizbuch mit vollem Funktionsumfang in der Tasche haben, sondern es gibt abgespeckte Lösungen. So, das Zweite ist, natürlich bei solchen sagen wir mal, Informatiker wurmt es ja auch, wenn Dinge ineffizient sind. Man versucht immer, Dinge schneller zu machen. Schneller, ressourcenschonender. Und wenn Sie sich jetzt einfach vorstellen, dass man in Zukunft auch Verfahren entwickelt und an sowas wird auch gearbeitet, dass man sagt, es muss nicht immer ein vollständiges Buch bei jedem vorliegen, sondern es reicht vielleicht auch, wenn ich an einer bestimmten Region ein vollständiges Buch immer zusammenfügen könnte. Dann können Sie dadurch auch schon mal die entsprechende Datenlast an jenem einzelnen Knoten verringern. Doch solche Verfahren gibt es beispielsweise. Und auf das Erste zurückkommend, also auf den Energieverbrauch, das ist wirklich ein Mythos, der einfach aus der Bitcoin-Historie kommt, wo man beachten muss, Bitcoin hat als Anspruch, eine weltumspannende Währung zu sein, die höchsten Sicherheitsanforderungen genügen muss. Also sprich, wo niemand auch mit beliebigem Aufwand, auch kein Staat mit beliebigem Aufwand angreifen könnte und dieses System zerstören könnte. Und erstens, es wurde von Anfang an geschaffen mit extremen Sicherheitsanforderungen. Und zweitens, es ist eine über 10 Jahre alte Technologie. Und wenn man die beiden Informationen zusammennimmt, kann man sich schon vorstellen, dass man dort viele Effizienzgewinne hat. Und gerade wenn man jetzt Blockchain in so einem unternehmerischen Kontext, wie ich es vorhin gesagt habe, anwendet, also wo einfach mehrere Unternehmen miteinander koordiniert werden, ist das lange nicht so energieaufwendig, sondern kann ich viel einfachere, viel schlankere Verfahren wählen, als ich das bei so einer Kryptowährung wie Bitcoin machen müsste. Okay, das heißt, es gibt mittlerweile modernere Konsensverfahren, die jetzt nicht unbedingt so viel Energie verbrauchen, wie das bei dem Bitcoin-Netzwerk der Fall wäre. Ist es denn auch vorstellbar, dass Blockchains im Gegensatz zu den Vorwürfen, Klimasünder zu sein, dabei helfen, Ressourcen zu sparen und das Klima zu schützen? Also es gibt einzelne Anwendungsfälle, wo man das sehr wohl beobachten kann. Vielleicht ein konkretes Beispiel noch. Ich hatte ja vorhin schon mal das mit dem Notar gesagt, dass wir uns gedanklich, dass es keinen großen Unterschied macht, ob ein Notar etwas auf ein Blatt Papier schreibt und einen Stempel drunter haut oder ob ein Notar etwas in die Blockchain schreibt und es digital signiert. So kann ich sagen, okay, dann habe ich hier ein Blatt Papier gespart. Wir nennen das Ganze auch als ein möglicher Anwendungsfall der Blockchain-Technologie die digitale Urkunde. Urkunden haben normalerweise, bestehen deswegen als fälschungssicheres Dokument, bestehen deswegen, weil man die Einmaligkeit eines Dokumentes sicherstellen möchte. Und jetzt gibt es Beispiele, wo diese Einmaligkeit von Dokumenten sehr, sehr wichtig ist. Ein Beispiel sind Frachtbriefe. Frachtbriefe sind nötig, wenn Sie international einen Container verschicken, sind nötig, um diesen Container abzuholen. Also das heißt, ein Exporteur stellt ihn irgendwie aus und ein Importeur braucht dann diesen Frachtbrief und geht damit zum Hafen und kann den Container abholen. Was, glaube ich, die meisten Leute nicht bewusst machen, ist, dass diese Frachtbriefe müssen zu dem Zweck natürlich geflogen werden
Und wenn Sie jetzt an so einen Postbrief denken, manche Frachtbriefe sind Stapel Papier, der ist höher als der Container selbst. Und zwar deswegen, weil dort Informationen drinstehen über, also sind Zolldokumente drin, das sind Dokumente über den Inhalt, über die Bestandteile, also je nach den entsprechenden Regulatorien, halt in den Ländern des Exporteurs, des Importeurs. Das geht noch an Banken, die den ganzen Warentransfer dann besichern beispielsweise. Und das heißt, dieser Stapel Papier, der größer ist als der Container selbst, der wird zum Teil dann eben mehrfach um die Welt geflogen, um dann am Ende früher als der Container am Zielhafen zu sein, damit er abgeholt werden kann. Und warum? Weil sie eine Einmaligkeit dieses Dokuments brauchen und weil sie keine zentrale Koordination einrichten können, weil es kein Unternehmen geben kann, das das koordinieren könnte. Solche Anläufe gab es schon mal, sogar sehr früh in den 80er, 90ern gab es da schon mal den Anlauf, hat man schon mal versucht, eine Organisation einzurichten und ist einfach gescheitert an der Fragestellung, wo soll die denn sitzen? Weil wenn in Europa so eine Organisation säße, würden die Amerikaner und die Chinesen nicht ihren Handel darüber abwickeln. Wenn sie in den USA sitzt, würden die Europäer und die Chinesen nicht. So, und da sehen Sie schon, da hat man das Problem. Und jetzt entwickeln sich gerade, sind verschiedene Konsortien dabei, werden wir mal sehen, ob dann am Ende eins gewinnt. Sinnvoll wäre es, wenn es am Ende eine Lösung wäre, weil es ist ja eigentlich eine dezentrale, faire Lösung. Aber die Hoffnung ist jetzt, dass man die Blockchain-Technologie einsetzen kann, um diesen Stapel Papier abzulösen. Und wenn man das hat, dann kann man sich auch ausrechnen, wie viel CO2-Einsparungen man hat, weil man eben keine großen Stapel Papier mehr um die Welt fliegen muss. Jetzt klang vorhin auch schon an, dass bei vielen Menschen das Verständnis der Blockchain-Technologie sehr stark vom Bitcoin noch geprägt ist. Das ist quasi so eine Art Blaupause. Jetzt haben Sie auch gesagt, das ist 10 Jahre alte Technologie. Welche Aspekte des Bitcoin oder anderer Kryptowährungen sind denn jetzt wichtig für die Blockchain-Technologie? Oder anders gefragt, ab wann kann man eigentlich von Blockchain sprechen? Also von Blockchain kann man immer sprechen, wenn Sie eine dezentrale Datenhaltung haben, also bei mehreren Parteien. Wenn das Ganze nicht hierarchisch gestaltet ist, sondern wenn diese Parteien nach vielleicht auch einem gewissen Verfahren, nach einer gewissen Governance, über die gerade sehr, sehr viel diskutiert wird, das ist ein sehr heißes Thema, wenn die in irgendeiner Form quasi ein faires Abkommen gefunden haben, weitestgehend gleichberechtigt sind. Wenn eben diese dezentralen Datentöpfe unveränderbar gespeichert sind und für alle vertrauensvoll nachvollziehbar. Also, dass jeder sagt, okay, darauf, was ich dort drin finde, kann ich mich verlassen. Dann kann man im Grunde genommen von der Blockchain-Technologie sprechen. Okay. Und dabei gibt es ja fast so einen kleinen Richtungsstreit. Es gibt die einen, die sagen, Public Blockchains, also ähnlich wie das bei Bitcoin ist, die öffentlichen Blockchains, das ist das, wo die ganzen Vorteile der Blockchain-Technologie drin sind. Andere sagen, private Blockchains oder konsoziale oder Community-Blockchains sind sinnvoller, weil sie einfacher handelbar sind. Können Sie die genauen Unterschiede dieser beiden Varianten, Public und Private, nochmal genau darlegen? Ja, also Public Blockchains sagen im Grunde genommen, wenn Sie oder ich uns entscheiden, an einer Public Blockchain teilzunehmen, dann könnten wir das heute tun. Dann würde ich jetzt meinen Laptop rausziehen, dann würde ich irgendwo was runterladen und dann drücke ich dreimal auf den Knopf und dann bin ich Teil dieses Netzwerks. Beispielsweise Bitcoin ist so eine Public Blockchain, ist eben auch so gemacht und deswegen auch diese hohen Sicherheitsanforderungen, dass jeder daran teilnehmen könnte und jeder in irgendeiner Form auch, also wenn man sich auch beliebig Sorgen machen müsste, dass jemand versuchen könnte zu manipulieren. Das sind diese Public Blockchains. Die Projekte, die es in dem Kontext gibt, die sind interessant, die sind meistens aber dann auch wirklich extrem visionär. Also die dann wirklich sagen, wie jetzt Bitcoin, wir machen ein eigenes Währungssystem für die ganze Welt. Wir wollen nicht mehr, dass Länder unterschiedliche, sondern Bitcoin ist für die ganze Welt. Und so gibt es auch verschiedene andere Public-Blockchain-Lösungen, die dann eben so komplett offen und komplett dezentral sind. Ich glaube, die Ideen sind meistens spannend, aber sie sind teilweise auch nicht, sind weit in der Zukunft, weil natürlich, also kennt man einfach aus dem Bereich der Betriebswirtschaftslehre auch,
solche Systeme, solche Branchen, die sind auch manchmal ja resistent gegen Veränderungen. Die sagen jetzt nicht einfach, ah ja, stimmt, machen wir jetzt diese Public-Blockchain-Lösung, in Zukunft machen wir einfach alles anders, sondern meistens funktionieren ja diese Themen schon auch irgendwie heute. Die Private-Blockchains, das ist ein Ansatz, wo dann eben mehrere Unternehmen sagen, wir versuchen jetzt erstmal lokal für eine Problemstellung eine Lösung zu finden, die uns im Zweifel einfach einen Effizienzgewinn bringt. Also wir müssen nicht mehr Papier in der Gegend rumschicken beispielsweise. Oder wir können, was ich vorhin schon gesagt habe, diese Plattform, wir können uns untereinander koordinieren, ohne dass wir einen Monopolisten dafür bräuchten, der das macht und der dann am Ende uns das ganze Geld aus der Tasche zieht. Beides hat meines Erachtens seine Daseinsberechtigung. Und ich glaube, dass die Technologie ihre Durchdringung erreichen wird, nicht durch die große Vision, sondern dass die Technologie die Marktdurchdringung erreichen wird, weil es irgendwann viele kleinere Konsortial-Blockchains gibt. Und dann werden davon vielleicht früher oder später mal manche zusammengefasst. Oder man stellt dann fest, das ist doch eigentlich gar nicht so verkehrt, das Ganze auf so eine öffentliche Blockchain dort anzubinden. Und dann wird die Technologie sich einfach Schritt für Schritt insgesamt durchsetzen. Ich glaube aber jetzt in den nächsten Jahren werden wir hauptsächlich Private Blockchains sehen und dann vielleicht später werden dann auch die großen Public Blockchains mehr Funktionalität und damit auch mehr Erfolg bekommen. Das heißt, ist denn auch bei diesen Private Blockchains ein gewisses Maß an Veränderung notwendig? Ändern sich da Rollen? Ein Monopolisten braucht es nicht mehr zu geben, aber gibt es noch Akteure und Rollen, die dabei neu geschaffen werden müssen? Also Akteure und Rollen, die neu geschaffen werden müssen, eingeschränkt. Beispielsweise meistens brauchen dann auch Lösungen dann auch eine Stiftung, die das Ganze betreibt oder sowas. Also irgendwie eine Institution, die sich dann trotzdem dafür verantwortlich fühlt, die keine Macht hat. Das ist ja das Interessante daran. Also die da nicht plötzlich monopolistisch agieren kann, sondern die für alle Beteiligten grundsätzlich immer auch ersetzbar ist. Also die keine Macht auf die Beteiligten an diesem Netzwerk ausüben kann, aber die sich vielleicht trotzdem verantwortlich fühlt. Da gibt es schon auch Überlegungen, wie man eben sowas genau gestalten kann. Oder gibt es auch ein paar Beispiele, wie man sowas gestalten kann. Ich glaube auch, dass dadurch auch keine Rollen verschwinden werden. Zumindest keine Rollen, die vielleicht nicht ohnehin verdient haben zu verschwinden, weil sie einfach an Dingen mitverdienen, wo man noch wenig Mehrwert mehr braucht eigentlich in der digitalisierten Welt. Also es kann schon sein, dass manche Marktrollen dann durch sowas bedroht sind, aber ich glaube, dass das im Bereich von solchen privaten Blockchains in sehr, sehr eingeschränktem Umfang der Fall sein wird.